Mel, Leute, Serplin hier. So, ich habe jetzt irgendwie die letzte Woche mal diesen Kanal zusammenbekommen und scheiße auf jeden Fall, ne? Ich habe jetzt auch noch einen zweiten Kanal, ne? Den kann man auch abchecken. Da kommen Videos ein bisschen früher, weil da ist kein Gameplay drin. Ne? Weil ich das Gameplay was jetzt letztes aufnehme. Ich Spasti, bin ich halt wirklich. Na dann, jetzt viel Spaß mit diesem Video-Dingens. Ah ja, das Auto ist weg. Und jetzt, los geht's. Also, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, so. Also, ich will ja jetzt nicht irgendwie böse klingen, aber ein menschliches Wesen, allgemein mehrere menschliches Wesen, menschliches Wesen, ja. Misshandeln ihre Tiere live im Internet. Sei es jetzt eine Frau, die ihren Hund schlägt, aber wo, oder so, das ist ja auch irgendwie viral gegangen, aber ich fokussiere mich heute auf ein Drecksereignis von einer Streamerin aus Amerika. Ich werde dir keinen Namen da sagen oder so, ne? Weil macht man halt einfach nicht cool, aber was geht in diesem Menschen vor? Für eine kurze Aufklärung. Das ist eine Apex-Streamerin. Und sie hat eine Katze. Also folgende Situation. Diese fucking Katze springt auf den Tisch, auf dem ihr PC steht. Okay, gut. Und läuft dann auf die fucking Tastatur. Und das reicht für dieses nicht menschliche Wesen, ich bezweifle, dass ein menschliches Wesen so geistig behindert sein kann, reicht es, um fucking nochmal diese Katze zu nehmen und wirklich nach hinten zu katapultieren. Die hat diese Katze nicht einfach nur genommen und nach unten auf den Boden gelegt oder so. Nee. Die nimmt diese Katze und schmeißt sie irgendwie 2, 3 Meter nach hinten. Diese Dreckskatze hatte Glück, dass sie auf einem Stuhl gelandet ist. Ey, die hat sich sonst irgendwie beide Beine gebrochen. Wo ich mir dann auch denke, Digga, was? Was ist dein fucking Problem mit der Katze? Und das Schlimmste kommt da noch. Also, falls ihr das nicht wusstet, so, Alkohol ist, by the way, in kleinsten Mengen tödlich für Katzen. Diese besagte nicht menschliche Person, ich werde das kein Mensch nennen, hat also absolut Wodka genommen und einfach dieser Dreckskatze in den Mund gesprüht. Ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann, hartprozentigen Alkohol zu nehmen und sich zu fucking nochmal denken, yeah, das kommt jetzt zu meiner Katze. So, the fuck? Kauft der Katzenminze irgendwelche, keine Ahnung, fucking Leckerlis? Aber gebt euren Katzen keinen Drecks-Wodka. Das ist, nein, nein. Alter, ich check's nicht so. Die hat halt wirklich for real ihre Katze genommen und einfach, also die hat diesen Kopf von der Katze genommen und der da, ne, Wasser rein, genau. Nennen wir es mal Wasser reingesprüht. Also, ne? Gutes altes russisches Wasser. So, ne? Ja, und Alter, man hätte einfach mal das Gesicht der Katze sehen sollen. So, die bekommt es ins Maul instant einfach übelste Schockreaktionen. Und zwar zieht ihr gesamtes Maul, ne? Und die lacht da drüber, so. The fuck, was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein fucking Mensch? Check's nicht, ey. Ich check's halt wirklich nicht. Was bist du für ein untermenschliches Wesen, dass du das abziehst? Ich verstehe es nicht so.
Diese Katze ist direkt hilflos. Hilflos. Und sie sprüht diesem Drecksvieh einfach Wodka ins Maul. Also, ich weiß nicht, ob die das wusste, dass das tödlich ist, aber... Ja, zum Glück hat die Katze so überlebt und alles, aber... Holy shit, du hast fast eine Katze umgebracht! Und lachst darüber auch noch. Also, ne? Es gibt Menschen für mich und dann gibt es dich. Du bist so auf der Scheißigkeitsskala noch unter Holocaust und was weiß ich noch für kranke Scheiße und die Massenermordung und so. Da irgendwo bist du. Viel Spaß mit dem Test. Also, ne? Ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr darüber zu reden, weil... Ich habe darüber jetzt die letzten 2-3 Tage echt genug gelesen und langsam fängt es halt wirklich an, mich einfach nur zu nerven. Darum, ja, keine Ahnung. Disliken, deabonnieren und Glocken entpimmeln. Ja, schönen Tag noch. Und bewerf den Drachen mit Kleingeld.